Hallo und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und ich habe heute einen DM und Rossmann Haul für euch. Und wenn du vielleicht heute zum allerersten Mal mit dabei bist und noch nicht Teil meiner kleinen YouTube-Familie hier bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf den Abonnieren-Button klickst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Es gibt hier immer 3 Stück jede Woche, entweder Vlogs aus meinem Leben oder Videos rund um das Thema Beauty. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dann immer mit dabei bist. So Leute, ich war bei DM und bei Rossmann und ich habe ja eine Tüte voll mit Sachen, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Ihr habt gerade gesehen, ich habe so eine Papiertüte bei Rossmann gekauft, aber eigentlich hatte ich noch was anderes mit dabei, nämlich eine von diesen Tüten hier. Diese habe ich mir jetzt dort noch gekauft. Ich liebe die, ich benutze die auch immer für die Uni, wenn ich meine Bücher irgendwie wieder in die Bib zurückbringen muss oder zum Einkaufen, für alles Mögliche. Und ich finde, die haben immer so schöne Designs. Und da habe ich mir wieder eine von denen mitgenommen. Da kommt übrigens noch so eine kleine Tasche dazu, dass man die halt so zusammenfalten kann. Nicht, dass ich das jemals wieder in diese Tasche reinbekommen hätte, aber man kann es. Es gibt die mit dabei. Es kommen noch spannende Sachen, versprochen. Aber trotzdem starte ich erstmal mit den obligatorischen Wattepads, die irgendwie jeder immer in der Drogerie kauft. Oder man nur deswegen dorthin fährt und dann noch 100.000 andere Dinge kauft. Aber ich brauchte neue Wattepads und habe jetzt diese hier von Isana mitgenommen. Dann habe ich als nächstes hier so einen Waschhandschuh in rosa. Auch aus der Rossmann Ideenwelt. Da gibt es ja auch diese ganzen Bartsachen und sowas. Und ich habe mir den jetzt geholt, weil ich gerne mal wieder Selbstbräuner auftragen möchte. An meinen Beinen, am anderen Teil von meinem Körper traue ich mich das nicht wirklich. Falls ihr einen perfekten Selbstbräuner kennt, um den wirklich im Gesicht anzuwenden, davor habe ich tatsächlich die meiste Angst, weil ich Angst davor habe, dass es nicht gleichmäßig wird. Aber falls ihr da irgendwelche Tipps habt, ich würde das auch nicht so regelmäßig benutzen, deswegen wäre wahrscheinlich etwas, was günstiger ist, eher für mich geeignet. Also gerne eure Tipps in die Kommentare. Dann habe ich diese Masken hier, die habe ich geschenkt bekommen. Aber ich dachte, ich zeige die euch nochmal, weil ich die nämlich sehr gerne ausprobieren möchte und auch die sehr, sehr interessant fand. Ich habe ja eher trockene Haut und das ist für trockene Haut von Nivea, die Bye Bye Dry Skin Reihe. Und das ist eine Gesichtsmaske, die wohl extra pflegend sein soll mit Honigextrakt und natürlichem Mandelöl. Und ja, ich bin sehr gespannt, die auszuprobieren. Ich bin momentan sehr gestresst und da kann man Masken immer gebrauchen. Dann geht es jetzt weiter mit dekorativer Kosmetik erstmal. Und da habe ich gesehen, dass Rival de Loup Young ihr Sortiment umgestellt haben. Also, das gibt es ja beim Rossmann. Das ist hier die Rossmann-Eigenmarke. Und ich habe mir dann diese Palette hier mitgenommen. Das ist die XXL Peach Eyeshadow Palette. Orange oder Peach oder wie auch immer, ist ja auch irgendwie Farbe des Jahres 2019 und passt damit total in diesen Trend auf jeden Fall. Wenn ihr zu den ganzen Dingen, die ich euch jetzt hier zeigen möchte, auch noch ein Video sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann drehe ich euch das für Freitag ab, so ein neues Produkte-Test-Video. In unserem Rossmann und unserem DM gibt es gar keine Love-Theke mehr, aber bei meinen Schwiegereltern gibt es noch Love und da habe ich jetzt mir einen Blush mitgenommen und zwar der Blushment Blurring Blush, der so aussieht. Ich finde die Farbe richtig schön und der hat halt mehr so ein seidiges Finish, so ein bisschen shimmery und ich mag das ja total gerne. Ich habe auch heute einen drauf und ich finde einfach, man sieht damit so lebendig aus. Und das ist die Farbe 50 Yes She Can und finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ist auch mein allererstes Love-Produkt, glaube ich. Bei DM ist ja diese neue Schwestermarke von Trended Up letztes Jahr eingezogen, nämlich 183 Days. Und ich habe hier eine Foundation mitgenommen, die meiner Meinung nach ein bisschen strange aussieht, aber man soll sich ja nicht von der Verpackung abschrecken lassen. Und zwar ist es die Baby Skin Matte Foundation. Ich trage eher seltener matte Foundations, aber ich dachte, ich möchte die gerne mal austesten. Auch die Marke jetzt endlich mal austesten. Die hatten auch eine Sortimentsumstellung, das gehört dazu. Und ich habe die Nummer 010 Baby Shell. Wir sind definitiv heute gut durchgemixt. Als nächstes habe ich nämlich etwas zu essen. Und zwar von Ena Bio. Das könnt ihr bei Rossmann kaufen. Und das hier sind die Linsentaler mit roten Linsen und Couscous. Ich mag rote Linsen, ich mag Couscous. Ich hoffe, das wird gut schmecken. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf. Auch die Falafel und so weiter lieben wir total. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall mal ausprobieren. Die Sachen schmecken eigentlich alle. Dann brauchte ich eine neue Handcreme und ich habe mir jetzt von Isana diese hier mitgenommen, also wieder von Rossmann, die Handcreme und Handmaske. Als Maske habe ich es jetzt noch nicht probiert, aber ich habe sie so aufgetragen und sie gefällt mir wirklich gut. Das ist die Almond
Almond, keine Ahnung, Dream für sehr trockene Haut mit Mandelöl und Shea Butter 2 in 1. Ich finde auf jeden Fall, dass sie schön pflegt und vor allem, was mir immer mega wichtig ist, ist, dass sie schnell einzieht. Ich hasse es so sehr, wenn man das eincremt und dann läuft man so 4 Stunden lang so durch die Gegend. Dann habe ich mir von Rossmann das noch mitgenommen. Das ist ein Igel-Massageball. Das soll auch mit Massageöl gut funktionieren. Ich habe das jetzt für meinen Nacken mitgenommen. Einfach um meine Verspannung dann, wenn ich so viel am Computer sitze, so ein bisschen zu beseitigen. Und auch für meine Oberschenkel, weil ich an meinen Oberschenkeln, so wie wahrscheinlich jede Frau fast, Zellulite habe und das gut sein soll, dass man halt so das Bindegewebe ein bisschen damit massiert und ja, ich möchte es gerne ein bisschen ausprobieren und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich habe euch dieses Produkt schon in meinen Drogerie-News mal vorgestellt. Ihr wisst, ich stelle euch regelmäßig alle Limited Editions vor, die es so in der Drogerie gibt. Ich habe jetzt auch so ein ganz neues Format mit meinen 30 geheimen Produkte von und ja, das ist mega gut bei euch angekommen und ich werde auf jeden Fall diese ganzen Drogerie-News Themen weiter hier behandeln. Und ich hatte euch, wie gesagt, diese hier gezeigt. Das ist eine Limited Edition Mascara von Catrice. Und zwar die Iconista Lash Millionizer Volume Mascara. Und die hat irgendwie 1000 Sachen versprochen. Und ich möchte ein eigenes Video damit machen. Das werdet ihr auf jeden Fall auch noch sehen. Ich denke mal nächste Woche, weil ich das einfach ganz intensiv mal testen möchte, ob die wirklich das alles kann, was sie verspricht. Wir haben da ja sehr stark alle zusammen dran gezweifelt unter dem Video, wo ich euch das vorgestellt habe. Aber wir wollen ja keine Vorurteile haben, sondern es testen und ob sich das wirklich lohnt, so eine Mascara und da dafür das Geld auszugeben, weil die ja so, so gut sein soll. Ja, das teste ich dann für euch und dann wisst ihr, ob es sich für euch lohnt. Dann ebenfalls von Rebelle de Loop Young habe ich den Eyebrow Stylist, den Tinted Eyebrow Gel Stylist hier mitgenommen. Und zwar in der Farbe 01 Light Brown. Das ist auch etwas, was ich dann zusammen mit der Palette für das Video auf jeden Fall anbieten würde zu testen, wenn ihr euch das wünscht. Ebenfalls neu in der Rebelle de Loop Young Theke war der Vinyl Lips Lip Gloss. Da gab es auch so viele verschiedene Farben und ich glaube, der hätte heute auch richtig gut gepasst. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt hier die Farbe Melted Toffee mitgenommen und ich finde einfach, die Marke macht sich so extrem gut. Sie ist schon richtig, richtig lange mit vielen Produkten einer meiner liebsten Marken tatsächlich aus der Drogerie. Und ich bin gespannt. Weil es bei mir momentan echt nicht genug Lipgloss sein darf und ich auch ein bisschen was Besonderes haben wollte, vielleicht jetzt auch mal so für Instagram-Looks, falls ihr mir da noch nicht folgt, mein Feed sieht so aus und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet oder mir dort vielleicht auch folgen würdet. Ich mache auch immer diese Make-up-Close-up-Bilder und habe da richtig Spaß dran. Jedenfalls habe ich unter anderem dafür das hier mitgenommen. Sieht aus wie so ein kleines Mini-Eyes, ist ein Lipgloss, ebenfalls von der Marke 183 Days und das hier ist die Nummer 010 Marshmallow Frost und ist so ein durchsichtiger Gloss mit so ganz extrem vielen Glitzerpartikeln drinne. Dann habe ich noch einen Blush gekauft, den ich jetzt gerade unten habe liegen lassen. Den trage ich auch heute. Das ist ein Blush und Highlighter zusammen, quasi so ein gebackenes Produkt aus der Good Vibes Good Memories LE von Essence. Ja, da habe ich mir auf jeden Fall noch den Blush mitgenommen und ich finde den wunderschön. Ich werde euch das jetzt einfach mal einblenden, damit ihr wisst, wie der aussieht und die ist auch noch aktuell, die LE. Dann habe ich noch zwei Produkte und zwar einmal das hier von Isana Young, die antibakteriellen Clear Up Stripes. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Das ist halt einfach, um sich das zum Beispiel über die Nase zu geben, auf die Stirn oder auf das Kinn, um einfach Mitesser zu entfernen. Und momentan habe ich tatsächlich einiges, steht drauf, für fettige bis unreine Haut. Ich würde nicht mehr unbedingt sagen, dass ich unreine Haut habe. Ich habe mich sehr erholt von unreiner Haut in den letzten Jahren. Und fettig ist meine Haut auch nicht, aber die funktionieren meiner Meinung nach trotzdem. Und deswegen habe ich mir die mal mitgenommen, um die mal wieder meine Haut ein bisschen mehr zu klären. Dann, meine Nägel sehen echt schlimm aus. Ich hoffe, man hat das im Video jetzt nicht so viel gesehen. Aber ich möchte meine Nägel auf jeden Fall neu lackieren noch heute Abend. Deswegen habe ich das vorher noch nicht gemacht. Sorry fürs Video, jetzt für alle, die sich da mega getriggert irgendwie von fühlen. Aber ich habe mir einen von meinen neuen Lieblings-Nagellacken mitgenommen. Ihr habt das mittlerweile mitbekommen. Ich liebe die Essence-Nagellacke aus dem neuen Sortiment. Die Essence Shine Last and Go Gel Nail Polishes. Und ich habe jetzt hier die Farbe 33 mitgenommen. Wild White Ways. Und ich liebe weiße Nägel. Besonders an Leuten, die immer so gebräunt sind. Finde ich, sieht das irgendwie, sieht auch so neon immer so voll krass aus und weiß auch immer so voll krass. Also an mir jetzt nicht so, aber ich liebe weiße Nägel und
Und deswegen habe ich mir den mitgenommen und freue mich sehr darauf, den heute Abend zu lackieren. Und ich finde, weiß gibt mir so richtige Summer-Vibes. Das war es jetzt von meinem kleinen, aber feinen Rossmann und DM heute. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch sehr gerne bei meinen letzten Videos vorbei. Schreibt mir in die Kommentare, was davon interessant war und wie es mit euren Videowünschen aussieht bezüglich der Fragen, die ich euch in diesem Video gestellt habe. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!